Die Aufgabe ist rasch zu begreifen, doch schwer durchzuführen. Retten Sie die Welt. Diese ist bevölkert von Elfen, Zwergen und Orks und hat eine Größe von mehr als 17.000 Bildschirmen. Ein riesiges Fantasy-Reich, in dem Sie hunderte von Aufgaben erledigen und tausende von feindlich gesinnten Kreaturen in den Hades schicken müssen. Das Spielprinzip von Divinity können wir als eine Mischung aus Baldur's Gate und Diablo 2 beschreiben. Denn Charakterentwicklung, Interaktion mit der Umwelt und heftige Kämpfe sind in etwa gleichberechtigte Elemente. Der Einstieg wird Neulingen leicht gemacht. Exzessive Lektüre, Bibel, dicker Handbücher ist nicht nötig. Die Hintergrundstory ist eine komplette Eigenentwicklung und hat nichts mit dem eingestellten Projekt LMK zu tun, mit dem die Entwickler zuvor beschäftigt waren. Der Spieler steuert seinen Helden von Ort zu Ort, kämpft und kommuniziert, wobei sich sein Verhalten sofort auf die Umwelt auswirkt. Tötet er neutrale Figuren, spricht sich unter den Bewohnern der Welt rasch herum, was für ein garstiger Kerl er ist, und mit Unterstützung darf er in diesem Fall nicht mehr rechnen. Im Spielverlauf können einzelne Fähigkeiten ausgebaut und so die Kampfkraft gestärkt werden. Jeder der vielen tausend Gegenstände lässt sich manipulieren. Sie können ihn auch einfach ins Inventar packen und später verkaufen. Divinity ist ein 2D-Spiel mit gemalten Hintergründen und Objekten. Es ermöglicht eine 3D-Beschleunigung über Glide oder Direct 3D, wodurch insbesondere die Lichteffekte an Brillanz gewinnen. Knifflige Rätsel bieten Abwechslung, wenn man sich gerade durch eine Zombie-Horde geschlagen hat und die Körperkräfte seiner Figur schonen will. Es ist möglich, Mitstreiter anzuheuern, doch diese haben einen eigenen Willen und können nicht direkt gesteuert werden. Die Monster verhalten sich unterschiedlich clever. Einige Krabbelfiecher sind nur deshalb eine Gefahr, weil sie in Horden auftauchen und auf den Helden einstürmen. Ob es einen Mehrspieler-Modus geben wird, ist bislang noch nicht sicher. Die belgischen Entwickler bemühen sich gerade um einen Vertrag mit einem Anbieter, der das Spiel im kommenden Winter in Deutschland veröffentlichen soll. Wenn sich enthusiastische Spielefans zusammenschließen, um einen 3D-Action-Titel zu entwickeln, kann das Ergebnis eigentlich nur positiv ausfallen. Das Ergebnis nennt sich Gunman, die Entwickler ReWolf Software. Von dem, was das Team bislang auf die Beine gestellt hat, kann sich so manche renommierte Spieleschmiede eine Scheibe abschneiden. Atemberaubende Außenwelten sind in Gunman genauso zu bestaunen wie verblüffende Rundungen. Kurz, die Optik ist ein wahrer Augenschmaus. Außer der Grafik-Engine hat Gunman technisch und visuell rein gar nichts mehr mit seinem Original Half-Life zu tun. Die Entwickler veränderten praktisch alles, was sich verändern lässt, und schufen allein mehr als 200 neue Modelle, beispielsweise für verschiedene Monster und menschliche Gegner. Die 70 Levels, die auf 4 verschiedenen Grundszenarien beruhen, wurden mit 1500 neuen Texturen gestaltet. Zur atmosphärischen Untermalung fügte das Team zudem rund 1000 Soundfiles ein. Das Verhalten der Gegner ist ebenfalls komplett neu programmiert und wurde so erweitert, dass verschiedene Spezies bestimmte Verhaltensmuster aufweisen. So lässt einen die Sauriermutter in Ruhe, solange man nicht zu nah an ihr Nest kommt. Das erfolgreiche Spielprinzip von Half-Life wurde mit einer Mixtur aus Ballerei, Rätseln und Sprung- bzw. Klettereinlagen übernommen und verfeinert. Der Spieler ist also wieder als Einzelkämpfer unterwegs und schlüpft in die Rolle eines Gunman, der als Mitglied einer gleichnamigen Spezialeinheit auf einer Aufklärungsmission unterwegs ist. Eine Alienrasse namens Xenomes läuft nämlich Amok und zieht brandschatzend von einem Planeten zum nächsten. Da ist es mit dem gemütlichen Spazieren durch die entsprechenden Landstriche nicht weit her, da man ständig mit einstürzenden Decken, aufbrechenden Böden und anderen überraschenden Ereignissen rechnen muss. Die große Auswahl an Waffen wird Actionfans ein breites Grinsen auf das Gesicht zaubern, denn ReWolf Software baute insgesamt 8 Grundtypen ein, für die es jeweils noch unzählige Modifikationen gibt.
Es wird also jede Menge geboten. Und die gute Nachricht? Das Spiel befindet sich schon fast im Beta-Stadium. Zurzeit überarbeiten die Entwickler noch das grafische Interface, um dann mit dem endgültigen Ausbalancieren zu beginnen. Auf dem Mond geht es ziemlich ab. Nachdem Mitte des 20. Jahrhunderts die ersten Menschen den Erdnachbarn betreten haben, macht sich in ferner Zukunft eine Armada von UCS-Schiffen auf den Weg, um zu erkunden, welches Forschungsprojekt die Lunar Corporation dort betreibt. In the year 2150. Willkommen auf der Erde im Jahr 2150. Bezeugen Sie den Tod des einst so mächtigen Planeten, herbeigeführt durch einen endlosen Krieg und gnadenlose Zerstörung. Währenddessen arbeitet auf dem Mond die Lunar Corporation an einem geheimen Waffensystem. Mit dieser Technik können wir unsere Vormacht in der vor uns stehenden Schlacht sichern. Diese Schlacht kann man beim Nachfolger des Echtzeitstrategiespiels Earth 2150 erleben. Der Newcomer ist übrigens ein völlig eigenständiges Produkt, das zur gleichen Zeit wie Earth 2150 spielt. Drei neue Kampagnen, neue Gebäude und Einheiten sowie der Mond als Spielwiese dürften nicht nur bei Earth-Spielern für funkelnde Augen sorgen. Witzig? Auf der Erde dienen bekannte Städte wie beispielsweise Berlin oder Nürnberg als Schauplätze, wenngleich sie nicht allzu realistisch erscheinen. Wer bislang dachte, Earth würde hohe Ansprüche an Echtzeitstrategen stellen, wird mit The Moon Project eines Besseren belehrt. Ein Editor-Update ermöglicht die Auswahl von weit mehr Gebäuden und Texturen. Man kann sich sogar seine individuelle Karte konfigurieren. Den eingangs erwähnten materialistischen Krieg auf dem Mond kann man ab Oktober 2000 erleben. Nach Herstellerangaben soll das Spiel bis dahin noch etliche weitere Features bieten, etwa eine Skriptsprache, Multiplayer-Maps oder ein Tool zum Erstellen eigener Banner und Spielinterfaces. Wir sind gespannt! Alarmstufe Rot 2 setzt die Geschichte des Vorgängers fort. Einige Jahre nach dem Sieg der Alliierten über Stalin wächst der Einfluss Russlands wieder. Während eines Bürgerkrieges in Mexiko setzen die Kommunisten Truppen ein, vordergründig um dort den Frieden zu sichern. Aber dann starten sie unvermittelt eine Invasion auf die USA selbst. Es erwarten sie spannende Gefechte an wohlbekannten Schauplätzen wie New York oder Washington. Die Wahrzeichen der Städte sind enthalten und lassen sich sogar zerstören. Alarmstufe Rot 2 basiert zwar auf der Tiberian Sun Engine, inhaltlich kann das Spiel jedoch durch eine deutlich größere Fülle an möglichen Strategien überzeugen, die durch Seestreitkräfte und spezielle Waffensysteme ermöglicht werden. Die Russen können beispielsweise feindliche Einheiten durch Gedankenkontrolle übernehmen und Sprengstoff an neutralen Einheiten und Gebäuden anbringen. Hier verwenden sie zu diesem Zweck eine Kuh. Als Luftwaffe dienen gepanzerte Zeppeline. Schlachtschiffe, U-Boote und Riesentintenfische stellen die Seestreitkräfte dar. Am verheerendsten sind die Nuklearschläge, deren Vernichtungspotenzial erstmals wirklich alles im näheren Umkreis sofort auslöscht und das getroffene Gelände für längere Zeit radioaktiv verseucht. Die Alliierten versuchen mit ihrer verbesserten Chronotechnologie dagegen zu halten, mit deren Hilfe die Chronolegionäre sich über das Schlachtfeld teleportieren können. Das Wetterkontrollsystem stellt das Pendant zu den Atomwaffen der Sowjets dar. Es entfesselt fürchterliche Stürme über der feindlichen Basis und verwüstet ganze Landstriche. Unit lost. Flugzeugträger und Aegis-Kreuzer kontrollieren die Meere. Auf den Schlachtfeldern selbst kommen neu entwickelte Prisma-Panzer zum Einsatz, die gleich mehrere Gegner mit reflektierten, gebündelten Lichtstrahlen bekämpfen. Im Mehrspielermodus stehen noch etliche weitere Nationen zur Auswahl, die alle über eigene Spezialeinheiten verfügen.